Den Punch benötigt man, um den Ball bei starkem Wind unter dem Wind zu halten. In diesem Video zeige ich dir ganz genau, was die Handgelenke machen, wenn man einen Punch spielt. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, hier ist Christoph Bausek von Progressive Golf Video und das hier ist das fünfte Video einer sechsteiligen Serie zum Thema Handgelenkeinsatz im Golf. Wenn du mit dem ersten Teil beginnen möchtest, dann habe ich unten in der Beschreibung einen Link zu der Playlist hinzugefügt. Es würde mich sehr freuen, wenn du im Anschluss zu diesem Video auch die anderen Videos ansiehst. Das hier ist ein Handgelenksensor der Firma HackMotion. Diesen Sensor benutze ich seit kurzer Zeit in meinem Golfunterricht und wir werden ihn auch verwenden, um die Messungen zu machen. Zur Frage des Tages. Mich würde interessieren, ob du überhaupt schon mal jemals einen Punch-Shot probiert hast. Und wenn du ihn probiert hast, wie hast du das gemacht? Hast du es versucht, über die Handgelenke zu steuern oder eher über die Ballposition? Bitte kommentiere hier unten und lass mich wissen, wie es dir dabei gegangen ist. Damit du nachher die Analyse verstehst, die ich mache, müssen wir ja leider einen ganz kurzen Crashkurs machen in die Anatomie des Handgelenks. Im ersten Teil dieser Videoserie habe ich das ja alles ein bisschen genauer erklärt. Hier oben findest du übrigens eine Infokarte, wo du dir den ersten Teil nochmal anschauen kannst, beziehungsweise habe ich hier unten in der Beschreibung auch einen Link hinzugefügt. Aber damit du jetzt nicht gleich aussteigen musst, können wir auch jetzt das ganz kurz so durchgehen. Und zwar, wenn wir von der Anatomie des Handgelenks ausgehen, gehen wir zuerst von einem flachen Handrücken aus. Wenn das Handgelenk so nach hinten gebeugt ist, nennt man das eine Dorsalbeugung. Wenn das Handgelenk in diese Richtung gebeugt ist, ist es eine Palmarbeugung. Wenn das Handgelenk in diese Richtung winkelt, ist das ein radiales Winkeln. Und wenn es in diese Richtung hinuntergeht, ist es ein ulnares Winkeln. Also wir haben Palmar, Dorsal, wir haben radiales Winkeln und ulnares Winkeln. Ja, kommen wir zum Punch. Okay, da sieht man hier 21 Grad dorsale Beugung. Oben Endaufschwung, alles ziemlich ähnlich. Und im Impact tatsächlich, ich habe mehr Beugung oder ich bin mehr gebeugt als bei meinem klassischen Eisenschlag. Also ich habe wirklich hier meine 16 Grad verloren. Schauen wir uns mal ganz kurz die Chart an, also ganz kurz die Tabelle. Ja, dann sieht man hier, dass ich eigentlich es gerne auch gleich mache wie beim Eisen. Ich gehe vom Top of Backswing gebeugt hinunter Richtung Impact Position, aber ganz kurz vorm Treffmoment, das ist jetzt interessant, gehe ich trotzdem wieder in diese Richtung zurück. Nur die Rate ist nicht so stark wie beim normalen Eisenschlag. Aber man sieht trotzdem, auch bei dem Punchschlag, wo man glauben würde, ich würde jetzt nur so gebeugt durch den Palmar gebeugt durch den Ball durchgehen. Sogar hier habe ich ein bisschen eine Aktion Richtung Dorsal. So, was ist zum Punch zu sagen? Beim Punch, ja, da war es interessant, dass bei im Prinzip dieselbe Aktion, die ich beim normalen Eisenschlag auch machen würde. Ich habe hier im Abschwung das Handgelenk Richtung Palmar bewegt. Aber der Unterschied war dann der, unten im Treffmoment, dass ich normalerweise beim Eisen hier doch etwas mehr Richtung Dorsal gehe, habe ich hier die Rate, wie ich das mache, ein wenig verzögert. Bin trotzdem Richtung Dorsal gegangen, aber nicht so aggressiv wie sonst. Und nach dem Treffmoment hier, habe ich das wieder unterbrochen und bin wieder Richtung Palmar gegangen. Das heißt, diese Aktion von hier nach hier war sehr wohl da, nur sie war etwas verzögert.
beim nächsten Video, dem sechsten Video aus der Serie Handgelenkseinsatz beim Golf, geht es um einen der größten des Golfsports, nämlich um Phil Mickelson. Der hat diesen berühmten Hinge & Hold Release Chip und den möchte ich besprechen. Also sei sicher, dass du auch dieses Video ansiehst. Und falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst. Und wenn du es noch nicht getan hast, bitte abonniere meinen Kanal und drücke die Notifikationsglocke, damit wir uns in Zukunft nicht versäumen. Also ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben beim nächsten Video.